On the 15th of February 1993, Sava Bongar and Michael Gruber made the first ascent of Crack Baby, an 11-pitch ice climb, Water Ice 6. The route is 350 meters long. It is located in Switzerland, near Kandersteg, up on the Breitbang Flue. It took Sava 3 attempts to complete this first ascent. With this ascent, they left us one of the most iconic ice climbs in Europe. Sadly, Sava died in a base jumping accident 1 year later. Sava was Stefan Sigurist's friend and mentor. 30 years later, Steph asked Michi to climb the route one more time with him in memory of Sava and dive a little bit into the story of their first ascent. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, die Schubladenstöcke habe ich, glaube ich, seit 10 Jahren lang nicht mehr aufgetan. Es ist eigentlich digitale Fotografie gibt. Aber so war es früher. Da hat man Dias gehabt und dann hat man das abgelegt und in so ein Äppchen reingetischt. Ja, bin ich eben gefragt worden, ob ich die Bilder vom Eisklettern und vom Crackbaby finde. Aber wir finden sie dann schon. Hier könnte es sein. Gehen wir da mal das Beigeli mit. Ja, aber als mich der Xaver gefragt hat, ob ich fotografieren kann, bin ich natürlich sofort dabei gewesen, weil das war dann, wo ich vor allem eben so freischaffende Fotos gemacht habe, von so Athleten, von so Sportlern, Skifahrer, Snowboarder, Bergsteiger, Kletterer. Aber wir haben das eigentlich relativ rudimentär und authentisch gemacht. Er und der Gruber Michi haben einfach den Eisfall erst begangen und ich habe einfach fotografisch mitgenommen, was ich gesehen und erlebt habe. Bin dann auch seitwärts aufgestiegen über die Breitwang Flue, bin traversiert und abgeseilt, dass ich da in den letzten 2 Seillängen noch etwas machen konnte. Ah, schau hier kommt Crack Baby vor. Crack Baby. Ich meine, der Xaver war ja einer der Ersten. Damals hat doch noch niemand gedacht, dass man mit Pickel und Steigeisen kann überhängen und klettern. Und mit ihm bin ich x-mal zum Trainieren auch an Grindelwaldgletscher gegangen, wo er da ja, überhängend völlig am Eisklettern war. Das war ein Rechtsunikum. Hier sieht man es. Christoph Remmel, kannst du dich noch erinnern? Der würde uns heute noch zur Verfügung stellen. Wir machen uns Nacht und Morgen. Ja, mega lieb, jetzt können wir entsprechend die Zeitung starten. Neben dem Material, wir haben mal gesagt, dass wir noch etwas Altes mitnehmen. Also Altes, im Sinne, das, was er für 30 Jahre gebraucht hat. Die Piranha hast du noch. Genau, das ist mein Originalpickel, den ich dann dabei hatte, vor 30 Jahren mit der Handschlaufe. Können wir mal ausprobieren, wie das, ob wir das noch können, heutzutage. Ja, du kannst es auch schon. Ja, schon lange nicht geübt, aber wir schauen dann. Ja, wenn du heute schaust, wie die aussehen, ist ein bisschen Unterschied. Wobei spannend ist eigentlich, dass der Winkel noch gleich ist. Oder? Nur der Bogen, dass du immer die Finger die ganze Zeit anschlägst. Das ist natürlich schon super, oder? Das ist schon. Ja. Es gibt weniger krumme Finger als. Das ist ein Überblips, oder was? Das ist wegen diesen geraden Pickeln. Das sind auch so Eisklettenfinger von früher. Ja, dann nehmen wir noch ein bisschen Altschrauben mit, dann können wir schauen, ob wir das auch noch können. Die haben die da gehabt, das ist dazu mal. Ja, das waren unsere Schrauben und die hat es dann noch nicht lange gegeben. Und Xaver hat von Black Diamond zum Testen gehabt. Und wenn man diese Schrauben nicht gehabt hätte, ja, wäre es sicher unmöglich gewesen, dazu mal dort raufzukommen. Das war der Schlüssel zum Erfolg, diese Schrauben. Schon, hä? Ich glaube, wir nehmen morgen die auch noch mit. Das ist halt schon. Hat es noch ein bisschen vereinfacht zu meinen Drehen. Ja, mit diesem Wirbel. Ja, leicht sind sie da auch. He? Ja. Und das mit dem Kurbel, ja, das macht sicher Sinn. Macht sicher Sinn. Ja, und ein Gestellchen auch noch, das ich dann dabei hatte. 30-jährig. Krasse.
Mammut, du es noch? Hat es schon den gegeben? Mammut hat es schon den gegeben, ja. Ja, das ist schon der Hammer. Das habt ihr dabei gehabt? Ja, das ist eins von den. Ja, aber das ist mega schön. Ist das noch behalten? Manchmal ist der alte Krümpel, schiesst es fort, aber dann kommt auf das Mal. Ja, ja, da gibt es so, wieder so Zufälle und Erinnerungen, ja. Hast du die von dazu mal? Ja, klar, ja. Das ist natürlich der Hammer. Wir haben noch ein paar coole Bilder von Crack Baby. Willst du schon schauen? Ja, gerne. Hey, das ist aber ein super Bild. Das ist Hammer. Yes. Ich habe Xaver einen Gang-Kollegen gesucht, ein Eisklettern, weil ich mir nach zwei Tagen eben in den Finger wehte und Xaver einen Gang noch den dritten oder vierten noch wollen, oder? Ja, und dann ist der... ja, gut, ihr habt natürlich von hier, vom Sportklettern oder vom alpinen Sportklettern her kennt, nehme ich an, oder? Ja, Xaver ist ja ein Freiburger, er hat sich überlegt, wo er her will, er will weg von Freiburg, er hat sich überlegt, entweder auf Martini gehen, aber er hat gesagt, ja, es war schon so viel Chamonix, eigentlich eher Richtung Eiger, oder? Mhm. Dann hat er sich entschieden, er auf Interlaken. Und irgendwann habe ich ihn im Lehen oder irgendwo beim Sportklettern kennengelernt. Ja, ja, okay. Dann hatte er so ein Büssli, ich glaube, er war auf einem Lehenparkplatz mit seinem Büssli. Hat es mal eine Chance, einen Ausblick unterwegs? Ja, weil Xaver hat natürlich den Unterteil der Route gekannt, hat auch gewusst, wo die Hauptschwierigkeiten liegen. Mhm. Und wo wir diese ECC-Länge überwunden haben, ja, da ist in einen Freudentanz ausgebrochen. Gesagt, ja, super, jetzt packen wir es, jetzt kommt es gut. Ja. Ja, wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Das ist schon speziell. Ja, eben, wenn man so neue Routen macht, kann man dem einen Namen geben. Und man hat dann überlegt, ja, wie könnte man das benennen. Und in dieser Zeit, vor 30 Jahren, war gerade so in der Presse wegen Kindern, die auf die Welt kamen, wo die Eltern eben getrögelt haben. Deswegen ist Crack ein Thema gewesen. Und deswegen auch Crack Baby. Xavi hat zuerst der Route Crack Baby sagen, weil er ist ja Bilag als Welsche. Aber ihm seine Freundin Annabelle gemeint, das sei unmöglich, die Kombination. Und so ist das Crack Baby geworden. Ja, aber ja, auch ein mit Drogen zu tun, oder so etwas ja, zu machen. Ja, die Route war dann ein bisschen verrückt, aber wir waren klein, wir hatten keine Drogen. Merci aber vielmals. Bitte bis später. Gerne, bis später. Ja. Gutes Gelingen hier, sorry. Danke, ja. Merci. Das ist wunderschön. So. Alles gut? Tipptopp. Wann warst du das letzte Mal? 30 Jahre. 30 Jahre? Erst Begehung und nie mehr, oder? Ja, genau. Zeit, um einmal wieder zu gehen. Ja, jung geblieben und immer noch fit in ein Tier. Das ist einfach gut. Ja, gehen wir doch mal, oder? Ja. Original-Eisgerät, das ist von Xavier Bongar. Und das ist von Michi.
Mal Originalschrauben. Mal reinbringen. Nicht so schlecht. Eine Bombank. So, Jungs. Bravo! Merci! Cool mit euch! Ja, gleichfalls. Es geht ja wieder blöd. Und da, musst du dich noch erinnern? An die letzte. Zwei. Ja. Es ist nicht noch kurz. Ja, kurz, ja. Mal mich noch erinnern. Geht mal. Schluss. Sind wir oben gelaufen? Ja, du hast ihn auch rausgelaufen. Ja. Das ist schon mal oben. Ja. Eins von dir. Ja. Eins von dir. Weißt du mal, was ich von 30 Jahren. Ja. Time will save us all. We're still here.